Der Rucksack beider Mannschaften vor der Partie schwer. Gunter für die Bilanz. Beiden Teams gelang in den letzten 5 Ligaspielen nur ein Sieg. Der Beginn absolut ausgeglichen. Lozaini mit der Erlanger Führung. Aber auch über das Tempospiel kamen die Franken gut in diese Partie, konnten anknüpfen an die Leistung gegen die HSG Wetzlar vor exakt 22 Tagen. Aber auch der Handballsportverein Hamburg hatte einiges entgegenzusetzen, kam über gute Kreuzbewegungen immer wieder zu Erfolgen. Jakob Lassen hier erfolgreich für die Hanseaten. Das Spiel in der ersten Halbzeit insbesondere geprägt von technischen Fehlern auf beiden Seiten. Mats-Peter Lemborg hier mit dem Treffer. Zog zudem die 2-Minuten-Zeitstrafe gegen Frederik Bo Andersen. Erneut war es der Jakob Lassen, der mit dieser Einzelaktion die Hamburger in Führung brachte. Und damit löste er einen Hamburger Lauf aus. Erlangen hatte gar nichts mehr entgegenzusetzen. Bertha Modling unglücklich. Azad Baluin von rund 10 Metern zu 17:13 Führung. Nach dem Pausentee kamen die Hanseaten zurück mit einer Menge Kreativität, auch wenn dies nicht belohnt wurde in diesem Kämpferversuch Bertram Obling zur Stelle. Insbesondere in den Überzahlsituationen fanden die Hamburger immer wieder Lösungen, auch wenn Leifkissier hier an Bertram Obling scheitert. Es waren erneut die vielen, vielen technischen Fehler und Ballverluste, die Hamburg in die Karten spielten. Kaspar Mortensen mit einem ganz feinen Händchen in dieser Aktion. Ein Mann, der bis zu diesem Zeitpunkt völlig abgetaucht war, das war Simon Jepson. Die letzten Tore dieses Abends auf Erlanger Seite gehörten ihm. Seine Zündung kam deutlich zu spät. Zum Schluss durften tatsächlich dann auch nochmal die Youngsters in Reihen der Hamburger ran. Die durften beobachten, wie Niklas Weller diesen Heber erfolgreich ins Tor brachte. Und ein Mann durfte sich dann auch noch mit einem seiner ersten Bundesliga-Tore belohnen. Max Niemann sorgte für ein weiteres Highlight. Hamburg schlägt Erlangen 31:23.